Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ich habe eine schöne Nachricht gehört. Ja. Dass du vor kurzer Zeit konvertiert bist. Ist das richtig? Genau. Ah, okay. Gut. Dann, bevor es ans Eingemachte geht, würde ich dich bitten, einmal zu erzählen, wie es dazu gekommen ist. Okay. Früher war ich nicht praktizierend. Dann vor 7 Monaten habe ich meinen Freund kennengelernt. Ich habe auch bald die Nikah vollziehen mit ihm. Mhm. Und er hat auch sehr viel über den Islam geredet. Und je mehr er darüber geredet hat, desto interessanter war es für mich. Und ich habe auch ihm auch gesagt, dass ich das auch sehr interessant finde, auch gerne auch praktizieren möchte. Warst du quasi, also stammst du aus einer muslimischen Familie, die nicht praktiziert hat, oder? Mein Vater war früher praktizierend, aber jetzt leider nicht mehr. Mhm. Aber jetzt so gesagt, die sind halt Muslime, aber sind halt jetzt nicht so... Klar, verstehe. Also du hast nie was mit Religion zu tun gehabt, quasi vorher? Nein. Okay. Hast du vorher schon im weitesten Sinne an Gott geglaubt oder so etwas? Ich habe schon früher an Allah geglaubt, aber ich war jetzt wirklich jetzt nicht so praktizierend, dass ich jetzt an die Regeln befolge und alles dies und Mögliche. Und dann bist du quasi einfach immer ins Gespräch gekommen und dann war das für dich so interessant. Genau. Gab es etwas Bestimmtes, wo du gesagt hast, so, okay, das war ein interessantes Thema oder eine interessante Aussage etwas oder war das eher ganz allgemein? Allgemein, ich finde, die Religion ist wirklich sehr schön. Islam ist wirklich sehr schön. Auch ich möchte auch, inshallah, auch mit meinem zukünftigen Ehemann auch nach Mekka fliegen. Schau mal, weißt du, was ich interessant finde? Dass jemand unvoreingenommen zu dieser Religion kommt und hört sich das einfach an, wie ist diese Religion und sagt, sie ist schön. Ich finde auch diese Religion schön. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn Leute heute meinen, sie braucht Schönheitsoperationen. Braucht sie gar nicht. Die Religion ist schön, so wie sie ist. Ja, es gibt manchmal Menschen, denen sie vielleicht nicht gefällt, okay, aber einiges ist eine schöne Religion. Jasmina, es hat mich unglaublich gefreut, aber du möchtest uns ja noch was sagen am besten. Das sind diese zwei berühmten Sätze, durch die man den Islam betritt. Das ist nur der erste Schritt. Danach fängt die eigentliche Entdeckungsreise an. Und die Entdeckungsreise dauert tatsächlich bis ans Lebensende. Ich bin jetzt schon 26 Jahre Muslim und ich entdecke immer noch. Das ist das Schöne an dieser Religion. Man wird nicht einmal Muslim und dann ist es das, sondern naja, das ist, es geht ja dann erst los. Soll ich sie einmal vorsagen? Aber kennst du sie schon oder kennst du es auswendig? Nein, können Sie es mir bitte vorsagen? Ach ja, gerne. So gerne. Das ist, nein. Auf Deutsch die Bedeutung ist ja, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Das ist, diese beiden Sätze, damit betritt man quasi das Gebäude des Islams. Es geht los, Jasmina. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Das war's. MashaAllah, das klingt so schön. Ich habe das jetzt schon mehrmals gemacht, aber immer wieder höre ich das wirklich. Gerne. Ich erinnere mich auch manchmal an diesen Moment, wo ich das vor 26 Jahren gesagt habe. Da konnte ich das nicht über Telefon machen. Ich stand tatsächlich nach dem Freitagsgebet vor, ich weiß nicht wie vielen Leuten. Aber nein, ein schöner Moment. Jasmina, ich wünsche dir alles Gute und wenn was ist, hoffe ich, hören wir noch einmal voneinander. Vielen Dank. Ja, gerne, hat mich gefreut. Dann bis dann. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة